Dann können wir uns hier rum kümmern. Nett, angenehm, passt. Ja, gut, okay. Eisen, nette Abwechslung. Hatten wir noch gar nicht heute. Diamanten wären mal super. Sobald ich ein paar Diamanten finde, können wir auch gehen von mir aus. Ich denke mal, die Kerstin ist jetzt auch befriedigt. Nein, das ist falsch. Ich denke mal, die Kerstin ist auch zufrieden. Oder? Schreib mir doch mal, ob du zufrieden bist mit dem, wie wir jetzt die Höhle hier erforscht haben. Sollten wir jetzt noch Diamanten finden, jedenfalls. Weil dann wäre ich echt zufrieden. Dann könnte ich gehen. Dann würde es mir hier drin auch schon reichen, ehrlich gesagt. Nicht, dass ich es jetzt wieder eilig hätte zu gehen. Aber viel hält mich hier, ehrlich gesagt, nicht mehr. Nur die Diamanten wären halt noch klasse. Wenn es denn mal welche gäbe für uns. Alter, hier ist noch eine Höhle. Warum sind hier überall Höhleneingänge? Okay, gut. Wir haben auch keine Sticks mehr. Das heißt, wenn wir jetzt keine Fackeln mehr haben, dann haben wir keine Fackeln mehr. Und dann führt es dazu, dass wir wirklich keine Fackeln mehr haben. Also gar nicht mehr. Nicht mal mehr, wenn wir welche craften würden. Von daher ist es gerade nicht mehr so schön. Und da hinten war noch ein Schacht, den ich erforschen wollte. Ah ja, okay, gut. Wenn da ein Schacht ist, dann ist da auch Holz. Das ist das Gute. Dann gehen wir einfach zum Schacht und holen uns da das Holz. Kenne ich einfach mal gar nichts. Alter, was ist das hier für eine Schlucht? Die Schlucht der Sucht. Weil man immer nicht aufhören kann, solche Dinge zu erforschen. Und in jeder Schlucht ist ein neuer Gang, den man erforschen kann. Und jeder Gang geht weiter runter und man hat die Hoffnung, doch irgendwann Diamanten zu finden. Auch wenn das nur so selten der Fall ist. Lapis Lazuli, danke. So, hier waren wir noch nicht. Hier gibt es lediglich Lava und eine brennende Fledermaus. Ein sehr seltenes Objekt einer brennenden Fledermaus. Diese findet man nicht sehr, sehr häufig. Ich werfe mir die Zäune weg, weil Holz, ganz ehrlich. Das ist jetzt echt nichts Besonderes. So, mach's mal so. Redstone brauchen wir eigentlich auch nicht unbedingt, aber komm. So viele haben wir davon heute noch nicht gefunden in der Höhle. Beziehungsweise das ist der erste Redstone, den wir hier gefunden haben. Lapis Lazuli nehme ich auch mal mit, weil Verzauberung. Das macht ja auf jeden Fall Sinn, das Zeug mitzunehmen. Damit wir eben auch ordentlich verzaubern können. Jetzt, wo wir den Zaubertisch dann fertiggestellt haben, wäre es ja ganz schön. Jetzt, wo wir auch auf Level 32 sind, passt das ja alles zusammen. Alter, ey, ihr seid doch wahnsinnig. Wer soll denn hier durchblicken? Hallo du da, dich habe ich ja schon gleich gesehen. Oh. Dich noch nicht. Aber es war schön, dass du hier warst. Toll. Ich sollte hier mal ein Schild hinsetzen. Alter, geradeaus. Ausgang. Mit Tippfehlern macht nichts. Ich war in Eile. Because of dead zombie. Boah, Alter, die Höhle, ne? Die Höhle ist schon... Konrad würde sagen, sie ist was Besonderes. Damit hat er auch gar nicht mal so Unrecht. Da unten geht's weiter. Hier waren wir scheinbar schon mal. Oder was? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ey, es ist wirklich zum Mäusemelken. Man kann diese Höhle nicht zu Ende ausforschen. Und ich glaube, wir müssen jetzt auch wieder zurück in den Schacht gehen. Denn wir haben jetzt noch genau eine Fackel. Die Frage ist nur, ob ich zurück zum Schacht finde. Gut, weiter geht's jetzt nicht. Tut mir leid. Ach, hier sind wir. Das ist ja praktisch. Ja, aber ich kann jetzt nicht weiter zurückgehen. Weiter in die Höhle reingehen vielmehr. Ich muss jetzt tatsächlich erstmal den Rückzug machen. Und mal in den Schacht gehen. Ich hoffe, hier ging's lang. Nee, links ist... Doch, links ist richtig. Links ist ja der Rückweg.
So. Genau, wir waren hier unten. Können hier gerade mal durchsprinten. Missachtet den Schacht nicht. Nicht wahr? So hieß ja die eine Folge von mir. Und ich glaube, wir sind ja auch auf einem guten Weg. Ja. Links ist, glaube ich, ganz gut, oder? Hier waren Schilder. Schacht, links. Hey, ja, geil. Da ist er doch schon. Sehr gut. Und hier haben wir Holz. Das nehmen wir sofort mal mit. Alter, ich bin jetzt gerade schon wieder so still. Weil ich nämlich die Zombie-Geräusche höre. Und vor allen Dingen, die machen mir mehr Angst, die Skelettgeräusche. Wir hatten noch Fackeln. Ah ja, toll. Entschuldigung. Ja, ich weiß. Sagt einfach nichts. Wie wär's damit? Können wir uns darauf einigen? Nein? Schade. Dann schreibt mir in die Kommentare bitte jetzt, was für ein Idiot ich bin. Alter. Verarschen? Ist mal ohne Spaß. Diese Höhle ist unendlich, habe ich das Gefühl. Oh Mann. Brunne. Ausgang. Nehmen wieder die Gleise mit. Boah, ich bin jetzt gerade echt angespannt. Gerade wird es wieder ein bisschen kribbelig. Mit dem Schacht, mit der Musik im Hintergrund, die wirklich toll ist gerade. Eigentlich nur darauf warte, dass der erste Schuss eines Skeletts mich trifft. Ah ja, hallo. Danke dafür. Das war jetzt zum Glück wenigstens nicht so erschreckend. Die kam ja wenigstens von vorne und nicht von hinten. Hab eigentlich sehr damit gerechnet, dass die mich von hinten erwischen und mir voll in den Rücken schießen und ich mich so erschrecke, dass die Gefahr gegeben ist, dass ich mich einnässe. Aber das haben sie ja zum Glück nicht getan. Das fand ich sehr, sehr nett. Hier waren wir schon mal. Hier oben waren wir aber noch nicht. Ich glaube, wir haben auch gleich keine Spitzhacke mehr. Jawohl. Könnten wir uns aber auch noch eine machen. Das wäre nicht das Problem. Hier oben waren wir aber auch schon. Wir machen uns noch schnell eine. Dazu bauen wir uns eine Crafting-Werkbank. Stellen die hier mal hin. Und dann machen wir uns neue Spitzhacken. Beziehungsweise erstmal einen Ofen. Denn wir haben kein Eisen mehr. Okay. Wir lassen uns nicht verrückt machen von der Musik. So, machen unser Business. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das dürfte erstmal reichen. Einfach den dummen Bogen mal weg. So. Oder gibt es noch was Unwichtigeres? Ah ja, dann passt ja. Und warten kurz, bis der Scheiß hier gebrutzelt ist. Also hier unten haben wir schon alles erforscht scheinbar. Das ist ja sehr schön. Wo können wir dann als nächstes lang? Was ist hier drüben? Nicht. Scheinbar. Nö, hier gibt's nichts. Außer dass da weiter nach oben geht. Super. Sehr beruhigend. So, die erste Spitzhacke ist fertig. Oh nein. Au! War wohl nicht der sicherste Ort, ne? Wohin jetzt mit dem Ofen? Ich stelle ihn trotzdem hier hin. Da brutzt noch mal ein bisschen Eisen. Haben wir jetzt die Spitzhacke wenigstens? Die haben wir. Sehr schön. Herr Skelett. Na, was führt Sie hier runter? Wollten Sie mir einen kleinen Streich spielen? Nein, nein, nein! Okay, langsam fühle ich mich hier wie Konrad mit den ganzen Creepern, die mich ärgern wollen.
Eigentlich hatten wir, außer im Falle von Schweinchen, hatten wir mit den Creepern so ein kleines Friedensabkommen, das so aussah, dass ich sie einfach immer sofort geprügelt habe, noch bevor sie überhaupt in die Luft gehen konnten. Was ist denn hier los? Mama mia. Voll die Spawning-Ebene ist das hier. Hallo, hallo, Herr Paschulke. Das ist Herr Paschulke übrigens gewesen. Wir müssen zurückgehen. Das Eisen brutzelt ja. Alter, warum ist das hier so groß? Da will man kurz in die Höhle. Nur kurz. Wir brauchen jetzt noch einen vierten. So. Blöcks. Machen wir nochmal eine Spitzhacke. Was können wir noch machen? Wir haben auch noch eine Schaufel. Wir haben noch zwei Schaufeln. Okay. Die werden uns bestimmt viel nützen. Pfeile, ja, ich behalte sie jetzt mal, solange wir sie nicht, solange wir den Platz nicht für das Beste brauchen. Komm, ich belasse es erstmal dabei. Holz finden wir jetzt wahrscheinlich mehr als genug. Ich werde jetzt mich hier oben mal umgucken. Auch wenn es hier wahrscheinlich keine Diamanten geben wird, was einfach viel zu hoch ist für Diamanten. Glaube ich zumindest. Aber es gibt hier beispielsweise Schienen. Das ist doch schon mal schön. Hier waren wir doch auch schon mal. Es ist nur ewig her. Kann ich hier gar nicht mehr dran erinnern. Keine Ahnung, Leute, ey. Ihr macht mich ja schon fertig. Okay. Wir gehen trotzdem weiter rein. Vielleicht hört ihr draußen Menschen lachen. Das ist auch in Ordnung. Das sind die fröhlichen Menschen, die nicht in so einer Höhle gefangen sind. So richtig fröhlich sind die nämlich. So, Plöcks. Und da vorne ist eine Kiste. Und wenn da Diamanten drin sind, wäre es zu schön gewesen, ne? Schade. Kohle. Ja, haben wir jetzt auch genug. Die müssen wir nicht unbedingt mitnehmen. Ich höre schon wieder einen Mr. Skeleton, wie wir ihn hier immer liebevoll nennen. Was ist am wenigsten wert? Kies. Haben wir genug? Brauchen wir nicht viel. Wisst ihr was? Ich bin mal so, wirklich so ordentlich. Räume den Kies hier mal rein. Und zwar alles. Passt. Dann haben wir hier was aufgeräumt. Vielleicht kommen wir später mal wieder vorbei, dann ist der Kies wenigstens nicht verloren. Auch wenn er nicht wichtig ist. Er ist noch da. Wenn wir mal Kiesmangel haben, können wir hier runterkommen und ihn uns holen. So, falls wir uns da noch dran erinnern, dass er hier unten ist. Wenn nicht, dann... Wer hat denn schon Kiesmangel? Jetzt mal ohne Spaß. Was sollte man bauen wollen, damit man Kiesmangel bekommt? Alter. Ihr habt echt einen Schuss nicht gehört, ne? Nein. Mr. Skeleton? Ja, ich klopp dich windelweich. So. Ich stelle jetzt hier ein Schild hin. Links. Ausgang. Aber ist das schon wieder der Awis? Awis Gum geworden? Gum, gell? Wo ist hier die Fackel? Nee, mal ehrlich, wo ist hier die Fackel? Ach, die ist da oben dran. Okay, dann ist sie scheinbar auch nicht von uns gesetzt worden. Schade, schade. Da gehe ich jetzt mal nicht weiter rein, auch wenn ich könnte. Plöcks, die nehmen wir mal mit. Plöcks, die nehmen wir mal mit.
bisschen Eisen für uns. Aber keine Diamanten. Keine Diamanten. Bis jetzt haben wir nur einen gefunden und das sind 1,5 Stunden Aufnahme, ey. In der wir hier, ja, nicht komplett, aber fast nur in dieser dummen Höhle hier rumgehangen haben. Das ist schon wenig, muss ich sagen. Das ist schon echt wenig. Ein Diamant. Gut, vielleicht sind wir aber auch zu weit oben einfach. Diese Minenschächte scheinen ja doch eher auf einer höheren Ebene zu sein. Ich drücke jetzt nicht F3 und gucke nach. Nein, das mache ich nicht. Habe ich keine Lust drauf. Wir machen das hier schon, ich sag mal, fair. Alter, glitscht halt durch den Boden, ja. Minecraft ist kein Early Access Spiel mehr. Nein. Okay. So. Plöcks. Da unten war noch ein Eisen. Das lassen wir da mal. Leute, ey. So vom Schuss hören, da haltet ihr nicht so viel davon. Merke ich schon. Ist hier irgendwo ein Spawner? Wo hier so viel Geröchel ist. Ja, komm. Okay, da vorne ist das Schild. Wir gehen hier weiter. Alter, Alter, Alter. Seid ihr eigentlich noch zu retten? Ich will hier raus. Aber hey, immerhin bekommen wir Schienen for free. Das ist doch auch schon mal geil. Naja, for fast free. Wir müssen ein bisschen